So, hallo und herzlich willkommen zurück beim zweiten Part von Let's Play FIFA 14 Hertha BSC Karrieremodus. In diesem Spiel werden wir heute gegen Villarreal spielen als Gast. Und ich muss euch traurige Nachrichten überbringen. Und zwar hat sich im Training Mukhtar leider verletzt mit einem verstauchten Knie, kann jetzt leider nicht antreten, kann mir nicht beweisen, wie gut er da vorne ist, aber ich habe für Ersatz gesorgt. Ronny wird von Anfang an vorne spielen und ja, ich habe generell die gesamte Elf nochmal so umgekrempelt, dass meiner Meinung nach kein Spieler jetzt doppelt drangekommen ist und mir jeder beweisen kann, dass er für die Stammelf der Beste sein wird. Natürlich habe ich mir die guten Leistungen und auch die schlechten Leistungen aus dem letzten Spiel im Hinterkopf behalten, sodass ich in diesem Spiel unvoreingenommen, nein, warte, sodass ich in diesem Spiel die neuen Leistungen meiner Spieler bewerten kann. Und ja, ich bin gespannt, wie sich gegen Villarreal die Leute anstellen werden. Es ist ein Auswärtsspiel, aber ich glaube, Jetlag ist keine Ausrede. Ich will ein gutes Spiel sehen. Ich hoffe, ihr wollt das auch. Und vor allem will ich einen Sieg sehen. So, mal sehen, wie wir uns anstellen. Ob wir schnell das Tor machen oder erst 0-0 bis zur 89. machen. Ich bin gespannt. Vielleicht haben sich auch meine Skills ein bisschen bis heute verbessert. Mal sehen. Im letzten Spiel lief es ja ganz gut, möchte ich fast sagen. Mal sehen, wie es denn so heute läuft. So, jetzt Holland. Holland hat Platz über die linke Seite. Kann er gut laufen. Flankt er jetzt rein auf. Baumjohann noch auf rechts. Ja, Baumjohann der Einzige, weil sich halt Mukhtar verletzt hat, der Einzige, der halt in diesem Spiel und auch im letzten Spiel dran ist. Mal sehen, ob er mir seine Skills heute auch wieder beweisen wird. Jetzt die Ecke von Ronny. Die kommen immer gefährlich rein. Wagner im Sturm vorne ist groß. Der kann solche Dinger machen, aber nicht, wenn der Torwart sie abfängt. Naja, gut. War schon mal nicht. Also wir stellen uns nicht blöd an, ne? Viel Ballbesitz bisher. Auch die gewünschte Ballsicherheit ist da, so ist es nicht. Und jetzt brauche ich einen Anspielpartner in der Mitte. Jawohl, schön. Ja, überlasst euch den Ball nicht so leicht abnehmen. Jetzt Holland, weiß nicht hin mit dem Ball. Schulz jetzt auf links, kann rüberspielen auf Kluge, aber nein, er steht im Abseits. Okay, das war eine nette Idee, den darüber zu spielen, aber Millimeterentscheidung dort beim Abseits. Haben sie sich gut positioniert auf einer Linie. Villarreal, auch ein Verein, der da geordnet stehen kann, der auch stark solche Spiele auch spielt. Jetzt Schulz wieder in die Mitte, legt ihn rüber. Der kann jetzt Njeng schicken, aber der kommt nicht vorbei. Der kommt nicht vorbei am Villarreal-Spieler. Schade, schade. Der hätte da schön über die rechte Seite ziehen können, aber was nicht soll, das soll nicht, ne? Und jetzt Njeng wieder hinten, damit er die Bälle dort abfangen kann. Jetzt noch einmal zurückgelegt. Njeng spielt ihn rüber. Schulz wunderbar weiter. Nee, Schulz nimmt den Ball wunderbar an. Kann jetzt über die linke Seite sich durchsetzen. Nein. Villarreal-Spieler da, aber Schulz kämpft um den zweiten Ball. Kann er flanken? Nein. Das war sehr schade. Denn drinnen steht natürlich Wagner und der ist kopfballstark. Das weiß die Hertha Elf. Und die wollen ihn in Szene setzen. Die wollen sich vor allem auch beweisen hier. Die wollen zeigen, ich bin der richtige Mann für die Stammelf. Und ja, bisher zeigen sie das ganz gut. Gefällt mir gut, der Einsatz der Hertha Elf. Jetzt Holland. Kann den Ball reingeben, aber noch nicht auf den. Ich wollte nicht Ronny anspielen. Naja, passiert. Es sei dem Spieler verziehen. Jetzt legt er sich gut rüber. Kann nochmal abspielen. Das Zuspiel hat jetzt nicht ganz optimal funktioniert, aber das passt schon. Noch einmal zurückgelegt. Nochmal auf Holland. Holland sieht in der Mitte Ronny. Dieser kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Ja, solche einfachen Ballverluste, die dürfen dann auch vor dem Strafraum und im Strafraum nicht passieren. Da muss man das einfach konsequent zu Ende spielen. Sonst wird das nichts mit dem Erfolg. So,
haben wir uns austanzen lassen hier von Villarreal. Die haben jetzt mehr Ballsicherheit wohl erworben, haben jetzt hier einen richtig guten Spielzug nach vorne gebracht, aber ich will nicht, dass der jetzt vor Ende kommt und das war eine. Gibt es Elfmeter? Ich glaube schon. Das, ja, das taktisch ist faul, das ist klar, dass es gelb gibt. An John Anthony Brooks. Ja, es wird einen Elfmeter geben. Das war genau zum falschen Zeitpunkt die Grätsche eingesetzt. Das war nicht so schön, aber mit ein bisschen Glück halten wir den. Komm schon, Jahrstein, beweis mir, dass du ein guter Keeper bist. Nein, okay. Ja, ich hatte in die Ecke spekuliert, aber als der Schütze auf einmal abgebrochen hat, wusste ich nicht mehr, wo er hinschießt. Deswegen ein bisschen, unglücklich gelaufen, sagen wir es so. Aber ich glaube, die harte Elf ist stark genug, das Ganze wieder aufzuholen. Da sollten sich keine großen Probleme ergeben. Ist natürlich schade, jetzt direkt in Rückstand zu geraten, so früh. Aber wie man sieht, die harte Elf kämpft. Und jetzt, wow, schöner Kopfball. So will ich das sehen vorne. Wunderschön in die Ecke, wo der Torwart herkam. Einfach rüber gelupft den Ball. Das war aber auch draußen. Dieses immer wieder nachsetzen, das ist das Wichtige. Man darf nie aufgeben, keinen Ball verloren zu glauben. Und die Flanke war natürlich auch Zucker, um den da so noch reinzuspielen. Wunderbares Zusammenspiel von den Hertha-Spielern. So lobe ich mir das. Und das natürlich auch vor, ja, annähernd heimischer Kulisse da. Alle Fans jubeln nochmal mit und gehen auch mit. Also, schöner Einsatz. Per Kluge, eigentlich ja ZDM, aber schön nach vorne auch mal offensive Akzente von dem zu sehen. Das war ein ganz guter Fall. Und damit sind wir auch wieder dran jetzt. Ne? Ist noch nichts verloren. Die Elf zeigt sich bissig, so will ich das sehen. Und wenn das genauso in der Liga läuft, dann wäre ich natürlich noch froher. Und jetzt schön nachgesetzt, aber leider ist der Ball in die falsche Richtung gekommen. Jetzt tanzt mich hier der Utsche aus. Der kann rüberlegen, aber es ist... Oh nein. Ja, Ronny hat sich verletzt. Das ist überhaupt nicht gut, weil unser Hauptflankenreingeber, auch so ein bisschen unser Spielmacher, der sich dann hier verletzt und das... nee, das ist einfach nicht schön. So, dann werde ich mal umstellen, Baumjohann hier rein in die zentrale Offensivposition setzen und dann Benatira auf rechts. Das ist ein herber Rückschlag, das muss man sagen. Aber passiert, ne? Das ist Fußball und da kann man sich auch mal verletzen. Jetzt schon zwei verletzte Spieler in unseren Reihen. Das gefällt mir natürlich nicht, aber gut. Shit happens. Jetzt dürfen wir aber nicht uns davon zurückschlagen lassen. Ja, Ronny fehlt, aber wir haben Benatira reingeschickt. Und das ist mindestens genauso guter Mann wie Ronny. Und das soll uns nicht, schwächen. Jetzt, das war ein schlechter Ball. Das war ein schlechter Ball von Kluge. Der hat zwar einen guten Kopfball geliefert, aber wenn man solche Bälle da reinschickt, dann... Ah, komm schon, schnapp den. Gut gemacht. Und Jahrstein hält ihn natürlich. Das will ich von einem Torwart auch erwarten, dass er solche Bälle abfängt und auch macht. So, und jetzt Wagner. Kann er zurückarbeiten? Nee. Okay. Ah, das war ein guter Pass. Aber Brooks kann das Ganze dann doch nochmal entschärfen. Brooks ist natürlich vorbestraft, sollte sich nicht allzu viel in der Abwehr erlauben. Aber wenn er sich mit einem sauberen Tackling da den Ball erkämpft, da bin ich immer für zu haben. Also jetzt werden wir hier wieder ein bisschen mit Einzelspielen ausgetanzt, mit einem schönen Ball rein. Die Flanke kommt natürlich wieder raus, aber... Oh, Jahrstein hält den. Okay. Jetzt dürfen wir einfach nicht hier einknicken, das gibt's doch nicht. Jetzt heißt es nach vorne arbeiten.
jetzt, ja, der Pass kam zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, als Schulz gerade ins Abseits gelaufen ist und wollte nochmal abstoppen, aber das war dann in dem Moment nicht so gut. Und jetzt Holland positioniert sich falsch. Dachte, der Gegner läuft noch weiter außen lang. Aber das war dann nicht so und ein Glück war das Abseits. Das war aber mal eine richtig enge Entscheidung. Weil dieser Kunstschuss, der war einfach nur bombastisch. Und Brooks, der darf sich halt nicht viel erlauben und so wirklich zerren und ziehen, das sollte er auch nicht machen. Aber gut, so ein bisschen Manndeckung im Strafraum will ich schon erwarten. So, ein unglückliches Gegentor haben wir kassiert. In der ersten Halbzeit war natürlich nicht unbedingt ein Traumstart, aber das Tor von Per Kluge, wo dann auch mal auf der rechten Seite nachgeackert wurde, das war schon nicht schlecht. So, zu den Halbzeitergebnissen präsentieren sich doch die Deutschen relativ gut, außer halt Hamburg, die haben es zur Halbzeit noch ein bisschen ruhig angehen lassen, stehen jetzt zur Halbzeit mit 0:0 da. So, ich glaube, an Auswechslungen brauchen wir nichts. Wir sind ja schon ziemlich gut aufgestellt und die können ja auch alle noch auf dem Feld und die wollen natürlich jetzt auch gemeinsam als Truppe den Einstand wieder zu einer Führung machen. So ein eher grenzwertiges Foul jetzt hier. Der Einwurf. Und jetzt Engine, kann er laufen? Nee, okay. Wird gestoppt, aber holt noch den Einwurf raus. Und jetzt braucht er eine Anspielmöglichkeit. Kriegt er auch. Schön, wie die hier zusammenarbeiten. Und jetzt, das war wieder nicht so schön, aber noch gerade so den Einwurf rausgeholt. Ein verbissenes Spiel. Ja, und die Abseitsposition jetzt vom Einwurfgeber, das war auch relativ knapp da noch. Dachte, vielleicht steht ja da hinten noch jemand im Strafraum und wenn der gedeckt wird, ist das vielleicht kein Abseits. War nicht so. Und jetzt Wagner arbeitet da schön mit zurück. Aber wenn der Ball zu weit weg ist, kann er auch nichts mehr dafür. So, und jetzt müssen wir aufpassen, denn wenn ein böser Pass hier hinter die Reihen kommt, dann sind wir aufgeschmissen. Dann läuft es auch nicht mehr so rund. Jetzt Uche schön den Ball abgenommen, aber der Ball kommt wieder zu ihm. Und sowas muss man verhindern. Und jetzt dieser Pass war ja wohl furchtbar, aber gleich wieder zurückgeholt. Und jetzt wollte er sich den Ball schön wieder nach vorne legen, aber das war wohl nichts. Und jetzt einmal Lina gestreckt vom Gegner, aber wir haben weiter den Ball und deswegen kämpfen wir auch weiter. Aber der Ball jetzt wieder unglücklichst abgenommen. Das, naja, ist einfach so ein bisschen Pech auch mit dem Spiel. Und jetzt aber mal schnell nach vorne. Wenn wir das jetzt gut rausspielen, nee, okay. Wir sollten ein bisschen weiter nach vorne kommen, aber dann eben nicht. So, und jetzt muss man nachsetzen, bis ich in die Zweikämpfe gehen. Und wenn wir das schaffen, dann kriegen wir auch mehr Ballbesitz, mehr Chancen. Und wenn wir die Chancen dann gut nutzen, dann kriegen wir auch den Sieg, den wir uns so erwünschen. Und jetzt Brooks nochmal schön den Ball abgefangen. Aber das war eng hinten. Das war mal richtig eng hinten. Und das auch. Da standen zwei Leute kurz vor dem Strafraum komplett frei, die da schön in Richtung Tor gegangen sind und sowas darf nicht passieren. Sowas muss man verhindern und wir müssen einfach jetzt mehr tun, mehr Einsatz zeigen, mehr Laufbereitschaft, mehr Wege gehen. Und jetzt vielleicht ein guter Ansatz dafür. Über die Seite vielleicht. Nee, okay. Wieder zurück zum Torwart. Der kickt ihn aber mal gepflegt hier raus. Und jetzt, der Gegner spielt das gut raus. Aber wir sind schon wieder zahlreich hinter dem Ball. Dürfen aber auch nicht die Lücken hier nach außen hin auflassen. Aber auch innen sollte man kompakt stehen. Deswegen immer mal gucken, wo denn so der Gegner steht und wie der Ball wohl laufen wird. So, jetzt will er den chippen, aber Brooks schön die letzte Verteidigungslinie hinten. So, jetzt haben wir uns
den Ball erkämpft. Jetzt dürfen wir ihn bloß nicht wieder so schnell verlieren. Das muss jetzt klappen hier, das Spiel mit dem Ball. Aber das war ja nun wirklich der blödeste Pass überhaupt, den man spielen konnte. Und jetzt, wenn wir den gut rausspielen, Wagner setzt nach. Der hätte so schön sein können. Wagner, da hat nochmal, obwohl der Gegner den Ball eigentlich schon hatte, Wagner läuft trotzdem weiter und schießt da leider nicht ins Tor. Da hat sich der Torwart gut positioniert, ist gut rausgekommen, hat sich auf den Boden geschmissen. Schade, schade, der hätte auch mal reingehen können. Aber Wagner hatte auch gut mitgearbeitet und jetzt Schulz. Wenn er die Ecke gut reinbringt auf Wagner, dann wird das richtig gefährlich. Oder Brooks. Okay. Jetzt! Oh Gott! Nein. Oh je. War das wieder eng. Da war der aber sowas von frei da im Strafraum. Oh Gott, kommt der noch mit dem Oberschenkel ran, der Torwart. Aha! Das war echt unglücklich. So, aber jetzt die ausgleichende Gerechtigkeit muss jetzt kommen. Baumjohann, wenn er die Ecke gut reinbringt. Dann machen wir das mit Baumjohann. Ich bin irgendwie nicht der Meinung. Ich glaube, wir lassen wieder Schulz schießen, damit Baumjohann wir im Strafraum haben. Damit er da das Ding gut reinbringen kann. So, und jetzt die lange Ecke. Der lange Kopfball. Und dann ist er wieder da. Ich fass es nicht. Und jetzt nachsetzen. Und das Ding ist... Nein. So knapp. Das gibt's doch nicht. 4 Chancen. 4 glasklare Torchancen da vorne. Nein. So, und jetzt haben wir der Mannschaft gezeigt, wir können Fußball spielen und wir können uns auch ein paar gute Chancen rausarbeiten. So, und das musste jetzt unser... Nein. Bitte, dann kriegen die halt den Einwurf. Und jetzt kommt da rein. Dos Santos gegen Leiva. Mal sehen, was dem Gegner so bringen wird. Er bringt natürlich den Stürmer für den linken Mittelfeldspieler. Das bedeutet, er will offensive Akzente setzen. Was wir natürlich mit schnellen Kontern für uns nutzen können. So, und jetzt Wagner gut gearbeitet. Aber leider hat sich der Gegner da auch gut positioniert wieder und den Ball zurückerkämpft. So, und jetzt lassen wir uns hier wieder austanzen. Das darf nicht passieren. Und jetzt, nein, das der Chip, aber Jahrstein ist da. Jahrstein hat ihn. Wenn er ihn jetzt gut nach vorne bringt, dann kann es was werden. Nee. Okay, aber ja, wir arbeiten da gut, aber wenn halt nicht das Glück auf unserer Seite ist, dann soll es halt nicht sein. Und ich muss sagen, Brooks gefällt mir da alles in allem richtig gut. Und jetzt die wunderschöne Traumpasskombination. Und Benatira, den muss er machen, den muss er... Oh! Das gibt's doch nicht. Ja, ich hätte wahrscheinlich noch den einen oder anderen Meter machen müssen, aber ich war mir unsicher, ob der Torwart rauskommt. Den hätte ich reinmachen müssen. Das sind so glasklare Torchancen. Und wenn man die vergibt, dann weiß ich nicht, hat man auch nicht verdient zu gewinnen irgendwie. Aber das Wichtige in Testspielen ist ja auch nicht der Sieg, sondern auch, wie sich die Mannschaft präsentiert, damit ich sehen kann, was ich umstellen muss, was die Mannschaft schon gut kann und wo eventuell noch Lücken da sind. So, aber das war jetzt schön gearbeitet, so. Und jetzt Wagner. Wagner spielt ihn raus. Schulz kann ihn nicht gut unterbringen. Schulz gibt ihn nochmal rein. Nochmal rausgegeben. Lustenberger auf Enjing. Enjing kann ihn nochmal reingeben. Der Pass war gar nicht so schlecht gedacht, war aber nicht schön umgesetzt. So, Enjing. Enjing gibt ihn nochmal rüber. Kluge wieder rüber auf Holland. Holland läuft. Muss ihn nochmal zurückziehen. Holland wieder rüber, wieder in die Mitte. Wir finden nicht die Lücke so richtig im System. Jetzt Enjing. Enjing läuft, kann ihn reingeben und es ist die Ecke. Es ist die Ecke nochmal, 2 Minuten Nachspielzeit. Den müssen wir jetzt machen. Also da sieht man nochmal den gefährlichen Kopfball. Da springt der und hechtet der.
Und dass der den dann noch ausholt, das ist einfach unglücklich. Schulz, oh, da hatte ich mich jetzt verklickt. Nein! Er wird wahrscheinlich auf die letzte Chance jetzt. Wenn wir den jetzt nicht machen, war selber schuld. Benatira, nochmal über rechts. Benatira, kann ihn reingeben. Wagner steht drin, aber wenn der Ball nicht hundertprozentig auf ihn kommt, dann kann er das auch nicht machen und es ist aus. Es ist aus, das Spiel. Wir haben uns richtig gut präsentiert. Gerade in den letzten Minuten hat die Mannschaft Teamgeist bewiesen. Das habe ich gesehen. Ein unglücklicher Elfmeter ist gelandet. Wir hatten eine kleine Zwischenphase, wo es nicht so gut lief. Da haben wir uns zu passiv einfach gestellt. Und naja, ich glaube, alles in allem, was heißt verdientes Ergebnis? Der Gegner hat auch seine starken Phasen. Aber wir hatten natürlich auch unter anderem diese vier Torchancen hintereinander da. Uiuiui, was für ein Match. Und wir können es nochmal in den Statistiken ablesen. Wir mit 49% Ballbesitz nur. Dafür mit ein paar richtig guten Kontern, richtig guten Ecken. Und 4 Schüssen aufs Tor und 5 Schüssen. Das ist schon mal eine richtig gute Quote, würde ich sagen. In den Spielerwertungen kann man sehen, dass sich die Mannschaft auch angestrengt hat. John Brooks mit einer, meiner Meinung nach, nicht nachvollziehbaren Wertung. Der hat da richtig gut, meiner Meinung nach, verteidigt. Ja, Tore, Eigentore, Torvorlagen gab es von Enjeng ja eine, wo er da richtig gut gelaufen ist, richtig gut nachgesetzt hat. Das fand ich richtig gut. Wagner mit 2 von 2 Torschützen. Benatira einer ging da neben. Lustenberger hat auch einen aufs Tor geliefert. Kluge auch. Der Torschuss, der halt reinging. Die Pässe sahen besser aus als im letzten Spiel, das muss man sagen. Jahrstein hatte nicht viel zu tun bekommen, aber das, was er zu tun bekommen hat, das hat er gut gehalten. Das erwarte ich von einem Torwart. Und dennoch, ich glaube, Kraft wird unsere treibende Kraft. So, bei den Flanken. Enjeng hat 2 versucht und nur eine rübergekriegt, aber gut. Und bei den Paraden. Jahrstein, 4 Paraden. So, das mit der Verletzung von Ronny, das werde ich mir ansehen. Wie lange der wohl fehlen wird, das weiß man noch nicht. Und Hamburg, ja, leider verloren. Braunschweig auch, aber gut. Der Chef der Physio, Zwangspause. Ronny hat sich verletzt, die Diagnose lautet gebrochener Knöchel. Das hört sich nicht gut an. Er wird für 3 Monate ausfallen. Uiuiuiui. Das ist nicht gut. Bitte kümmern Sie sich um einen passenden Ersatz, um seine Position zu besetzen. Freundlichen Grüßen, der Ärztestab. Ja, das ist ein herber Rückschlag, das möchte ich sagen. Ronny, 3 Monate fällt er jetzt aus. Das ist nicht schön. Das ist sogar, muss sozusagen richtig beschissen. Ne? Aber sonst, die Mannschaftsleistung hat mir richtig gut gefallen. Wir simulieren jetzt noch die letzten Tage bis zum letzten Testspiel, glaube ich. Und keine weiteren Nachrichten, schön. Dann würde ich sagen, bei der nächsten Folge, also zur nächsten Folge, stelle ich jetzt offscreen nochmal ein bisschen was um. Mir hat es heute wieder richtig viel Spaß gemacht, mit euch, das Spiel zu kommentieren. Also, und in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss und bis bald. Euer Rangenor.